Cause you don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel oder für die ersten Leute, die das erste Mal reinschauen. Servus! Ja, freut mich, dass ihr wieder da seid oder eben jetzt dazugekommen seid. Heute möchte ich über die Top 8 Apps sprechen, die ich immer mit dabei habe, wenn ich nach Korea gehe, die mir sehr, sehr viel geholfen haben, die ich vor einigen Verzweiflungen, Nervenzusammenbrüchen, Verhungerungen und sonstigen gerettet haben. Und die möchte ich sehr gerne mit euch teilen und möchte euch noch ein paar Vorteile von denen erzählen. Und ja, genau, das ist Inhalt des Videos. Los geht's! Okay, also die App Nummer 1, die ich euch empfehle, sind entweder Naver Maps oder Kakao Maps oder auch beides. Und zwar ist es so, dass in Korea Google Maps nämlich nicht funktioniert. Also man kann es schon benutzen, aber es ist sehr ungenau und viele Restaurants und Orte, die ihr vielleicht sucht, die sind dort überhaupt gar nicht drin. Also die werdet ihr nicht wirklich finden. Naver Maps und Kakao Maps, die haben die Orte eigentlich drin. Das Gute ist, dass die auch beide so umgestiegen sind, dass man auch quasi mit Romanerschrift jetzt Sachen suchen kann und nicht unbedingt in Hangul alles hinterlegen muss. Also definitiv cool. Und genau, also der Unterschied vielleicht noch ganz kurz, Kakao Maps ist halt in dem Sinn praktisch, dass ihr da euren aktuellen Standort, wo ihr genau seid, GPS genau quasi mitteilen könnt, über KakaoTalk zum Beispiel, dazu komme ich gleich noch. Du kannst quasi deinen Standort, wo du gerade in der Bahn bist, anzeigen, wann du quasi zum Beispiel irgendwo ankommst wieder, also wenn solche deine Freundin, keine Ahnung, noch Gangnam Station wartet und du bist halt noch in Itaewon oder so, dann kannst du dann halt anzeigen lassen, dass du halt in der Station bist und voraussichtlich da und da dann ankommen wirst. Also ziemlich cool. Ich habe die App, um ehrlich zu sein, aber nicht so wirklich oft benutzt, aber einige Freunde von mir haben die nur benutzt. Deswegen ist es euch überlassen. Ich habe persönlich nicht so viel Erfahrung jetzt damit, aber es ist auf jeden Fall, hat es gut funktioniert. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ich glaube, es muss man irgendwie mit einer Nummer registrieren oder mit deinem KakaoTalk verknüpfen oder so. Das ist irgendwie noch mit zur Verknüpfung verbunden. Naver Maps hingegen ist eigentlich fast genauso wie Google Maps. Ich habe auch mehr Naver Maps benutzt, weil es mir einfach persönlich viel besser gefallen hat. Meine Standorte abspeichern, Favoriten hinterlegen, wie zum Beispiel Schule, Arbeit, zu Hause und solche Sachen, und du kannst dich da auch quasi anmelden, dass das dann alles hinterlegt wird. Erst dann kannst du diese favorisierte Verwendungsdingsterbums da aktivieren. Genau, aber ich persönlich habe Naver Maps am meisten gemocht, und was halt auch cool ist da, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei Kakao Maps auch so ist, da wird dir auch angezeigt, wie du quasi schnell umsteigen kannst. Da sind auf dem Boden, das blende ich euch jetzt auch kurz mal ein, auf dem Boden sind da quasi Nummern, das ist zum Beispiel 3-1 oder keine Ahnung 5-8 oder sowas, und in der App wird euch quasi dann angezeigt, hey, du musst, also um schnell umzusteigen, gehe zur Nummer so und so viel, dass du dann quasi direkt jumpen kannst zur nächsten und so weiter. Also das ist ziemlich cool und voll durchdacht. Ich war erst so, was ist das? Und dann nachher dann so, ah, okay. Und so kannst du dann auch zum Beispiel deinen Freundinnen Bescheid geben, hey, schau, ich steig da aus oder da ein, wenn ihr euch irgendwie auf der Route trifft. Das hilft ganz gut. Zumindest war es bei mir so, als ich mit EF dort war und dann eben Klassenkameraden noch mit auf dem Weg aufgesammelt habe. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall cool. Noch generell zur Naver Maps, wenn ihr das euch runterladet, so sieht es dann aus, wenn ihr das hochfährt. Ja, danke. Und ihr habt dann eben hier die Möglichkeit, quasi, wenn ihr euch angemeldet habt, euch die Sachen abzuspeichern. Ihr habt eben, wie gesagt, diese Bahnsachen und ihr gebt einfach wie bei Google Maps, wie man es kennt. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Schule von uns drinnen, ne? Das ist der K-Tower in Shinsa. Also von der EF-Schule. Ja. Also ich war auf der EF-Sprachschule und ich hatte quasi die Schule bei mir abgespeichert als wiederkehrender Ort. So, kurz noch erklärt, und dann sagen wir mal, okay, wir möchten jetzt von der Schule zu... Approximately 10 hours later. Sagen wir mal, ist der Lander dem Pink Pool Café in Hong. The fuck bin ich?
One eternity later. Wir möchten vom K-Tower in Chinsa möchten wir nach Myeongdong, in die Myeongdong Station. Ich habe jetzt so Myeongdong Station eingegeben und jetzt wird mir quasi angezeigt, welche Bahnverbindung und wohin ich genau möchte. Ich wähle jetzt einfach nur die Bahnverbindung aus, das ist die Line 4. Und dann zeigt mir das dann an. Wir wollen nicht laufen, wir möchten mit der Bahn fahren. So, und dann wird mir das so angezeigt. Ich sehe, ich muss nur mit einer Bahn direkt durchfahren. Und dann muss ich einmal kurz in die 4 noch umsteigen. Ich sehe auch quasi ähnlich wie bei Google Maps, wie ich laufen muss. Dann hier kann man sehen, wie viele Stations. Und das wird dir dann halt auch angezeigt, wie die heißen. Und wie gesagt, in der Bahn wird das nicht nur auf Hangul angezeigt, sondern auch auf romanischer Schrift. Also super. Dann hier ist das, was ich erwähnt hatte. Und zwar dieser Fast Transfer ist hier zum Beispiel die 4-4 ist der Fast Transfer, dass ihr da auch schnell umsteigen könnt. Und genau, und dann könnt ihr halt einfach auch mit Google Maps euch den Weg leiten lassen, dann mit GPS fertig. Genau. Ja, Kakaozeug geht auch in die Richtung, ist ein bisschen anders. Aber dass ihr mal so eine ungefähre Vorstellung davon bekommt. So, Nummer 2. Und zwar gibt es die App Kakao Taxi. Dazu muss ich aber sagen, ihr könnt diese App nur benutzen, wenn ihr eine koreanische Nummer habt. Also wenn ihr keine koreanische Nummer habt, dann geht die App leider nicht für euch. Man kommt auch so gut rum, hat aber einige Vorteile, die ich euch ganz kurz erläutern möchte. Und zwar könnt ihr eben mit dieser App ein Taxi für euch rufen, wo ihr quasi dann schon seht, wie viel ihr zahlen müsst. Ich glaube, ihr könnt sogar teilweise online bezahlen, da bin ich mir aber nicht ganz 100% sicher. Ich glaube schon, also auf jeden Fall könnt ihr vor Ort beim Taxi zahlen mit Kreditkarte oder Bar. Und genau. Ihr könnt eben quasi das Taxi direkt zu euch holen, rufen und ihr werdet nicht beschissen, wenn es dann um Fahrtkosten geht und ihr habt auch den Namen, die Kennzeichen, Nummer etc. Ihr habt quasi alles drin. Das bedeutet, ihr seid halt sehr, sehr sicher unterwegs. Wenn auch mal was passieren sollte euch, kann man das quasi alles nachtracken mit Kakao Taxi. Genau, also auf jeden Fall ein super cooles Ding, vor allem wenn ihr auch dann mal abends irgendwo hin müsst. Ich denke. Und genau, da könnt ihr dann eben nachgesucht werden. Ihr könnt danach suchen. Okay, egal, reicht. Die Nummer 3, ganz, 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 ganz wichtig und unverzichtbar in Korea, ist die KakaoTalk-App. Das habe ich vorhin schon ganz kurz mal erwähnt. Das ist quasi das WhatsApp in Korea, nur es ist viel cooler und ihr habt mehr Funktionen und vor allem habt ihr tonnenweise an Smileys und Emoticons und sonstiges. Und wenn ihr in der EF-Sprachschule seid, ich weiß, einige meiner Zuschauer, die sind eben in der EF-Schule oder haben vor, in die EF-Schule zu gehen, wird es euch auch gleich am Anfang gesagt, dass ihr das euch runterladen sollt, damit man da quasi im Kontakt ist. Da gibt es dann auch Gruppen und so weiter. Auf jeden Fall holt euch Kakao Talk, wenn ihr mit euren Freunden in Verbindung bleiben wollt, die eben auch in Korea sind oder die Koreanerinnen sind. Ist eine super App und ich finde auch generell eine super Alternative eigentlich zu WhatsApp. Und ich bin halt ich mag halt Smileys, Emoticons und so. Und deswegen nutze ich die eigentlich auch ganz gerne. Ich habe sogar, okay, das ist jetzt voll ungeplant, aber ich habe noch aus Korea solche Sticker mit solchen Smileys. Die sehen so aus. Also es gibt halt solche Sachen. Das ist einer meiner Lieblings-Smileys. Das heißt Mutzi. Und Con. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer Mutzi, wer Con ist. Aber auf jeden Fall, so sehen die halt aus. Oder solches zum Beispiel. Das ist so ein Hund und eine Katze. Ist auch ganz süß. Ja, die habe ich alle in Korea in solchen, wie nennt man das denn? So wie Nanunana, nur besser mit Qualität, gekauft, genau, solche Sticker und die kosten zwischen 500 bis 3000 Won, das sind 20 Cent bis 2,50 Euro oder so, also ganz cool, ja, genau, also holt euch auf jeden Fall KakaoTalk.
Nummer 4, meine super tolle Lieblings-App, die ich jedem empfehle, wirklich allerwärmstens ans Herz lege. Und zwar ist die sowohl gut, wenn du ein Touri bist und einfach nur wissen willst, was für tolle Ecken und was für tolle Restaurants, Cafés und so weiter gibt es denn so, wo ich gerade bin. Oder wenn du einfach nur irgendwo unterwegs bist und du hast Hunger und du möchtest wissen, was um dich herum ist, wenn du irgendwo arbeitest oder zur Schule gehst. Also die App ist eigentlich für jeden super, egal was du machst. Solange du Hunger hast, hilft dir diese App immer weiter. Und zwar heißt die Mango Plate. Mango Plate, wie die Mango geschrieben. In der App findet ihr alle möglichen Restaurants. Es ist auf GPS genau bestimmt. Das heißt, ihr seht dann auch quasi von Kilometer bis Meter genau, wo diese Restaurants sind. Die sind alle von Nutzern hinzugefügt. Oder okay, kann auch natürlich sein von den Besitzern, aber generell ist es von Nutzern hinzugefügt. Und die Fotos sind auch eben von den Leuten, die dort essen oder trinken waren, gemacht. Und da findet ihr eben auch Reviews, also Bewertungen, Empfehlungen, was dir gut gefallen hat, was dir nicht so gut gefallen hat, die Fotos. Und du kannst dort quasi, also die Adresse ist hinterlegt, das bedeutet, da ist auch noch Maps mit hinterlegt. Ihr könnt also diese Restaurants euch anzeigen lassen in Neighbor Maps oder Kakao Maps und euch dahin quasi direkt verbinden lassen, dass ihr da dann seht, wie ihr mit der Bahn hinkommt oder läuft oder mit dem Auto. Und außerdem sind dort die Öffnungszeiten drin, die ungefähre preisliche Range, die ihr habt. Das ist immer so entweder unter 10.000 Won oder zwischen 10.000 und 20.000 Won oder 20.000 und 30.000 oder über 50.000 Won. Irgendwie so in die Richtung geht das. Außerdem, wenn ihr euch da einen Account anlegt, könnt ihr dort euer Favoriten, also Wanna Go oder einfach es generell als abhaken, ihr wart da schon und dann könnt ihr auch eine Review selber hinterlassen, ihr könnt dort Bilder hochladen und ihr könnt auch eigene Playlists erstellen, also Playlists, also halt so Listen, wo ihr dann wart und eure Meinung zu sagen und das halt auch mit dem Netzwerk dort teilen. Und du kannst auch Nutzern folgen und so weiter. Also es gibt ganz viele coole Funktionen, aber im Großen und Ganzen ist es richtig super. Ihr habt das eigentlich ziemlich überall in Korea, also eigentlich in jeder Stadt überall. Es gibt auch international ist es teilweise aufgestellt, aber es ist eine koreanische App. Demnach ist es halt auch wirklich fokussiert auf Korea. Die App ist verfügbar auf Koreanisch, Englisch und Chinesisch. Ich möchte auch noch mit euch kurz teilen, meinen Account, ich muss kurz, wie heiße ich denn? Okay, und zwar mein Account, ich heiße dort Lea, so sieht es aus, aber halt auf Koreanisch geschrieben. Ihr findet mich dort generell und ich habe auch ein paar Listen erstellt, über die könntet ihr mich quasi auch finden. Die habe ich jetzt erstmal auf die EF-Sprachschule fokussiert und zwar ist die Schule in Shinsa in Gangnam und ich habe hier quasi ein paar Listen zusammengestellt für Dinner in generell Gangnam und Shinsa, Bars in Shinsa, Cafés in Shinsa, Lunch in Shinsa und auch vegetarische bzw. vegane Restaurants mit solchen Listen, wo ihr dann quasi auch selber mal schauen könnt, wenn ihr in der Mittagspause gehen wollt. Das sind halt ein paar Empfehlungen von mir, ohne dass ihr groß in der App rumsuchen müsst, aber es ist halt nur diese persönliche Empfehlung, könnt ihr auch mal reinschauen dann. Ich werde noch einige mehr erstellen, dass dann auch Hongdae, Itaewon, Insadong und solche Ecken einfach mit abgedeckt sind. Nummer 5 ist N-Soul. N-Soul ist eine App, die habe ich durch Zufall entdeckt. Das ist eine Orts-App, wo quasi empfohlen wird, was bei Nacht gut aussieht an Sehenswürdigkeiten. Ich zeige die euch mal schnell. Die sieht so aus. Also das hier ist das Icon-Teil. Wenn ihr da reingeht, wird es euch so angezeigt. Genau, und dann habt ihr hier eine Auswahl zwischen 4 Möglichkeiten. Und
Und hier werden euch dann quasi so Plätze angezeigt, die halt bei Nacht voll cool aussehen. Wenn ihr dann auf die entsprechenden Plätze draufklickt, habt ihr hier auch die Möglichkeit, euch das in Koreanisch oder in Englisch anzeigen zu lassen. Zum Beispiel habe ich gerade auf Englisch abgeändert. Und außerdem habt ihr die Möglichkeit, das aktuelle Wetter einzusehen und dann auch nochmal verknüpfen mit Maps. Das heißt, dass ihr quasi auch wieder eine Navigation direkt dorthin bekommt, wo ihr hingehen möchtet. Also auch eine ganz, ganz coole Sache. Hier unten seht ihr außerdem noch die Adresse generell und dann auch noch die Subway Line, also wie ihr da mit der Subway hinbekommt. Genau, das ist so das. Und das ist halt unterteilt in Sceneries of Seoul, Typical Places, Hidden Places und Historical Sites. Also das, was ich euch gezeigt habe gerade, das sind die Historical Sites. Jo. Das ist in Seoul. Also empfehle ich euch, vor allem wenn ihr als Tourist unterwegs seid oder generell, wenn ihr sagt so, okay, ich möchte noch ein paar coole Sachen sehen und entdecken, dann empfehle ich euch die auf jeden Fall. Nummer 6. ist Visit Korea. Visit Korea ist eine Organisation, also generell, die haben auch eine Webseite und ganz viel und die sind in ganz, ganz, ganz vielen Sprachen unterwegs. Deutsch ist natürlich auch vertreten, das wird auch von einem koreanischen, deutschen Tourismus bla 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 betrieben. Also sagen wir so, es ist einfach eine Firma, die quasi von der Regierung auch unterstützt wird. Und diese Visit Korea App, da findet ihr alles Mögliche an Informationen zu Events. Ihr findet dort Restaurantempfehlungen auch, aber auch Rezepte, wie ihr Sachen selber kochen könnt, Cafés und Orte und dies und das. Also ihr findet dort ganz, ganz viele Informationen. Ich glaube, die haben sogar auch eine Hotline, wo man quasi anrufen kann, wenn irgendwas passiert. Also eine coole Sache auf jeden Fall. Zum Beispiel kann man auf Travel Information gehen und dann zum Beispiel das erste, was mir angezeigt wird, ist Fall in Love at the Top 5 Chocolate Desserts Café. Also ich habe bei mir alles auf Englisch immer eingestellt, aber man kann es alles umändern, auch auf Deutsch. Also auch eine coole Sache, wenn ihr euch da einfach mal durchschauen wollt, was es so für empfohlene touristische Sachen gibt. Ihr könnt auch eine eigene Liste erstellen. Welche Orte ihr quasi besuchen wollt. Und jetzt kommen wir zu App 7. Und zwar ist das die HelloTalk App. Das ist eigentlich nicht unbedingt eine App, die ihr jetzt dringend benötigt. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man vor Ort ist. Und man kennt vielleicht doch schon ein paar einheimische Leute. Lebt sich um einiges leichter. Und man findet außerdem auch noch Anschluss. Und es ist einfach viel besser, wenn man Einheimische kennt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn es ums Reisen geht. Und HelloTalk ist eine Sprachaustausch-App, das heißt, klar, natürlich gibt es auch Leute, die denken so, wow, das ist ja wie Tinder. Nein, das ist nicht, das ist wirklich eine Sprach-App, aber es gibt immer irgendwelche Vollidioten, die sich da rumtummeln. Im Groben und Ganzen könnt ihr dort eben auch Leute kennenlernen, Sprache austauschen, ein bisschen machen und dann, wer weiß, vielleicht auch dann treffen. Also definitiv was Cooles, probiert es mal aus, loggt euch da einfach, meldet euch mal an, quatscht mit ein paar Leuten und dann habt ihr vor Ort auch ein paar Leute, um euren Trip nochmal besonders zu machen. App Nummer 8 ist Klok, also K-L-O-K, und zwar ist das eine App, die euch vor allem, wenn ihr nur reisen möchtet, in Korea sehr, sehr viel bringt. Ihr könnt, man kennt es wahrscheinlich sogar, es gibt es nämlich auch sehr stark vertreten hier in Europa. Ich empfehle deswegen, erwähne ich es auch jetzt nochmal am Ende. Es ist eine App, in der ihr Reisen, also Trips quasi buchen könnt. Da sind City-Touren mit dabei, da sind Tagestrips mit dabei, etc. etc. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube sogar auch mittlerweile Apartments und so. Also, die entwickeln sich auch ständig weiter, aber so im Groben und Ganzen, ich habe die genutzt, eben um Touren zu buchen. Empfehle ich euch auch, wenn ihr da Sachen buchen wollt, findet ihr dort bestimmt einige Sachen oder eben auch Inspirationen, was man so machen kann. Genau, das ist so ganz grobe zu den Apps. Bestimmte Leute haben beim Video bearbeiten bemerkt, dass sie ungefähr die wichtigsten, also zumindest die eine wichtigste App noch vergessen hat, euch mitzuteilen. Und zwar gibt es eine App, die heißt Papago. Und mit Papago könnt ihr quasi mit Google Translator arbeiten. Also
eben Übersetzungen machen. Das Gute ist hier allerdings, dass das Ganze eben von Naver gemacht wird. Das heißt, dass englisch-koreanische Übersetzung einiges besser ist als eben jetzt mit Google Translator. Ich arbeite quasi mit Papago auch beruflich mitunter, also ich tue da quasi auch meine Übersetzungen teilweise reinhauen. Papago ist, was so kurze Sachen angeht, finde ich persönlich nicht ganz so gut. Da benutze ich lieber Naver Dictionary. Da sind auch immer schöne Erklärungen mit dabei, mit der könnt ihr quasi auch sogar ein bisschen Koreanisch lernen, nehmt auch so Podcasts und so weiter mit drinne. Das könnt ihr auch mal auschecken. Und genau, Papago ist vor allem gut, wenn ihr eben längere Texte habt. Und was da auch eine ziemlich coole Funktion ist, es gibt so eine Art Aufnahme-Funktion, mit der ihr quasi ins Mikrofon reinsprechen könnt, wie die Übersetzung direkt gesagt. Also wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt auf Koreanisch, Annyeonghaseyo reinspricht, dann kommt dann auf Englisch direkt zurück, Hello, sozusagen, also... Ihr versteht, was ich meine. Genau, auf jeden Fall eine sehr tolle App. Empfehle ich euch auf jeden Fall, die runterzuladen. Mir hat es ziemlich viel geholfen, vor allem, wenn ich eben mich mit Leuten verständigen musste. Und genau. Noch eine weitere App, die ich jetzt auch ganz frisch erst entdeckt habe, also noch nicht da kannte, als ich das Video gedreht habe, ist die App Createtip. Also Recreate, nur halt, dass dann das TE ersetzt wird durch Trip. Das ist eine chinesische oder taiwanesische, ich weiß nicht genau, App. Also nicht nur Apps, sondern halt eine Webseite, die betrieben wird. Und was da ziemlich cool ist, da gibt es halt viele Locals, also Koreaner und Koreanerinnen, die da verschiedene Restaurants zum Beispiel empfehlen oder Locations. Einige Wertungen sind allerdings auf Chinesisch geschrieben, also nicht wundern. Hat eben diesen Ursprung, wie gesagt, aus China oder Taiwan, auf jeden Fall eben so die chinesischen Schriftzeichen werden da verwendet. Und genau. Es gibt dort verschiedene Discounts manchmal, also für, was habe ich denn da gesehen, irgendwie so ein ziemlich bekanntes Café, und da gibt es dann quasi 10% Rabatt auf irgendein bestimmtes Set oder auf den Kaufpreis, wenn man eben Mitglied ist bei dieser Website. Also ihr müsst euch da einfach einloggen. Und das war's. Ihr seid einfach halt Mitglieder und dann könnt ihr eben diese Coupons dann quasi downloaden und die müsst ihr dann nur noch im Café vorzeigen. Also eine ziemlich coole Sache. Und ansonsten kann man auch verschiedene Informationen aus der Webseite entnehmen, auch wenn ihr zum Beispiel jetzt langfristig in Korea bleibt, zum Beispiel eine Wohnung benötigt oder ähnliches. Da gibt es dann verschiedene Housing-Büros sozusagen, die da angezeigt werden, und ihr könnt dann House-Lords irgendwie kontaktieren. Hotels bzw. Hostels, ähnliches sind auch aufgeführt, Cafés habe ich gerade schon angesprochen, Restaurants sind aufgeführt, Bar, Weggehmöglichkeiten, irgendwelche Best Places, Recommendations, und so weiter. Das ist eine ziemlich bunte Webseite. Man kann ja gar nicht so genau sagen, sie machen nur das, sondern sind da ziemlich vielfältig unterwegs. Demnach gibt es auch einige Sachen, die ein bisschen arg unnötig sind, aber viele Sachen, die auch echt cool sind und echt weiterhelfen. Also auch unbedingt mal auschecken. Ist eine super Alternative für Clock. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann gerne Kritik in die Kommentare, was ich besser machen kann. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich gerne auch jederzeit auf Instagram einfach anschreiben. Ich antworte gerne oder in die Kommentare runter. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!